Bau Pesendorfer in Vöcklermarkt und Schwannenstadt. Fairness, auf die Sie bauen können. Ja, wenn einem auf der Homepage der UVB die Schlagzeile "Jetzt geht's um die Wurst" ins Auge sticht, dann ist in gewisser Weise Feuer am Dach. Denn obwohl die Vöcklermarkter zuletzt 5 Spiele in Folge nicht verloren haben, warten sie schon seit dem 3. März, also seit der 16. Runde, auf einen vollen Erfolg. Im Kampf gegen den Abstieg muss also gegen Bad Gleichenberg ein Sieg her und das Team von Thomas Laganda vom Start weg sehr bemüht und mit den besseren Aktionen Franco Knesaber, der Schlussmann der Südoststeirer Kilian Reiter, verhindert Schlimmeres. Vöcklermarkt hat die Partie bislang im Griff, Bad Gleichenberg dann nach 20 Minuten mit dem ersten Schuss aufs Tor keine Gefahr für Wolfgang Schober. Das Spiel hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, beide Teams taktisch diszipliniert und mehr oder weniger vorsichtig. Die UVB in Halbzeit 1 dann noch mit dieser Chance, Meilinger auf Knies. Zur Pause steht es aber 0:0. Die ersten beiden Möglichkeiten nach Wiederbeginn gehören dann aber den Gästen. Michael Grenn in der 47. und Markus Forian in der 55. Spielminute. Und jetzt folgen die wichtigsten und vor allem die spannendsten 5 Minuten dieses Duells. Im Gegenzug nämlich Vöcklermarkt wieder. Der sehr aktive Franco Knees auf Marco Meilinger. Der zurück auf Knees und jetzt steht es 1:0 für Vöcklermarkt. Mit der Ferse und durch die Beine von Philipp Stuberham, der 3. Saisontreffer des 25-jährigen Kroaten. Frech und sehenswert. Und die Ferse von Knies ist quasi der Dosenöffner fürs Vöcklermarkter Angriffsspiel. Hochleitner mit dem Fehlpass, Burgrabeck mit dem Schussversuch, der genau bei Benjamin Taferner landet. Und schon steht es 2:0. Nur 126 Sekunden nach der Vöcklermarkter Führung kann die UVB erfolgreich nachlegen. Bad Gleichenberg in dieser Phase in Schockstarre. Nach einer Stunde ist das Spiel somit entschieden, auch weil die Steirer nicht mehr zulegen können. Vöcklermarkt vergibt dann noch 200-prozentige. Zunächst ist es Marius Brandmeier. Und dann lassen Knees und Pritzi Pilko auch noch diese Möglichkeit am Vöcklermarkter Kunstrasen liegen. Der Vollständigkeit halber hier auch noch der Schuss von Forian. Das war's dann aber. Vöcklermarkt gewinnt das Spiel gesamt gesehen nicht unverdient mit 2:0 und bleibt in der Tabelle 12. Ich bin so froh, mich freut's so für die Mannschaft. Wir arbeiten Woche für Woche hart an uns. Scheitern dann oft an der Torchancenverwertung. Heute richtig gut gespielt, Chancen gemacht. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte und verdiente 3 Punkte, meine Augen. Sehr, sehr wichtig nach 10 Spielen ohne Sieg. Jetzt kommt Sieg zu Hause. Und ja, wir haben noch 3 Spiele und wir müssen noch mindestens 4 Punkte bringen zu Hause. Wir waren nicht zwingend, sind nicht in die Box reingekommen und so haben wir verdient 2:0 verloren. So, jetzt geht's für die Mannen von Thomas Laganda zum Tabellenführer nach Leoben, bevor am Freitag, 2. Juni um 19 Uhr die Union Gurten im Black Gravish Stadion gastiert. Und an diesem Tag werden alle, auch die Oma und der Nachbar, eingepackt. Und dann geht's ab nach Vöcklermarkt.